Ja, damit herzliches Willkommen zurück zu Sky Factory 3 mit dem Penta mal wieder. Guten Hallo. Tag. Wie ihr seht, hat sich dezent ganz, ganz minimal was geändert. Wir haben hier so eine, ja, Kiste. Die ist normal groß, oder? Das muss so. Ja. Okay. Das ist einfach nur weit weg. Oder ganz nah eher. Ganz weit weg, deswegen ist sie groß, das Ja, Logik. ja, ja. Ist noch größer, als man denkt. Schaut, wie viel Platz da drin ist. Also man sieht einfach nichts damit. Ja. Müsste man irgendwas reinlegen. Okay, es ist echt schlecht gemacht. Die sollten nicht durchnummerieren. Egal. Das ist nicht das Thema, aber ihr seht, es hat sich einiges getan. Wir haben so einen kleinen Urwald da drüben, der ja ein paar Probleme hatte. Deswegen steht der noch. Ich würde sagen, wir schmeißen mal ein bisschen Holz rein. Stack. Wo ist das Card? Rechts, maybe. Weil. Obwohl, wie viel Leben hat überhaupt noch der Woodcutter? Steht das irgendwo? Nein. Rausnehmen, oder? Oh. Rausnehmen muss man den ja, oder? Oh shit. Rausnehmen? Ah, stimmt. Egal, passt schon. Perfekt, funktioniert wieder. Denn wir hatten nämlich das Problem, dass irgendwie der Cargo Distributor in der Version scheinbar mega verbuggt ist und einfach Oh, nichts rauspumpen lässt. der ist kaputt. Der hat 0%. Wer, was, wann, wo? Der Woodcutter, wo du drüber What? hoverst. Wo? Ah, bleib stehen. Ja, der fährt nur durch und baut nichts ab. Stimmt. Du machst das, nicht mein Problem. Galgadorian. Galgadorian! Das beste Zeug ever. Wir haben ja gelernt in Infinity Evolved, wie nicht schön Galgadorian herzustellen ist. Vor allem, wenn das Ach Rezept was. nochmal modifiziert wurde auf nicht so schöne Weise. Ja. Aber was haben Easy wir sonst. peasy. Genau, was haben wir sonst noch gemacht? Ich würde sagen, alle, die, ich sag mal, hardcore interessiert sind, ich werde mal probieren, auf Twitch die zwei Streams quasi als Highlight zu saven und das mal unten zu verlinken. Da könnt ihr ein bisschen durchskippen, dann seht ihr, was genau wir so gemacht haben. Ja, aber ich würde sagen, heute machen wir mal so eine allgemeine Update-Folge, dass ihr auch wieder alle im Bilde seid. Ich sehe unten, der hat schon wieder keine Hose, oder? Ja. Nein! Output full, what? Gut. Es kann sein, dass irgendwie die Ender-IO-Dinger verbuggt sind, die pumpen nämlich alle nichts raus. What? Oh, der ist voll. Oh. Der Drawer und. Die Kiste, wahrscheinlich auch. Ja. Amazing! Das Ich ist weiß, cool. was wir heute machen. Wir bauen einen Dia-Essence-Seed und Penta baut ein Drawer-Upgrade. Hoffentlich. Wir hätten alles. Bau einfach ein Emerald-Upgrade. Wir sind cool. I like him. Very mucho. So. Oh shit. Inventory-Tweaks. Fucked up again. So. Stimmt, das ist die erste Folge seit keine Ahnung wie lang. Wann haben wir zum letzten Mal aufgenommen? Vor einem halben Jahr? Ewigkeiten. Ich glaube, das kommt hin, oder? Ja. Traurig, aber wahr. Aber das ist das liebe Bundesserver dazwischen, ja? Weil bei uns in Österreich, wir hatten ja im Stream ein paar Mal die Diskussion, gibt es tatsächlich noch die Wehrpflicht? Für. Tatsächlich noch. Tatsächlich noch, ja? Ja, so wie das eben ist. Penta war da früher, ich bin da später. Weil Schule. Schule ist nicht so toll, was? Macht's nicht. Schule ist ganz böse. Macht's nicht. Oh, ich sehe gerade, ah, egal, mach's in der nächsten Aufnahme. Ich hab dich vergessen, auf den zweiten Audio-Track zu legen. Damit. Also, falls wir wahrscheinlich mega, dass ich mega viel zu laut bin und er mega viel zu leise, I'm sorry, nächste Folge passt's dann wieder. Ja. Ich habe halt schon ewig nichts mehr aufgenommen. Vor allem im Hol Duo mir nicht. erstmal ein Stack Holz. Sag mal, Penta, weißt du, was die alle mit der Eingangsding machen? Chillen die da alle? Also, jetzt für alle, die sich Boah. denken in der Aufnahme. Was? Da sitzen gerade so ein paar Leute am TS in der Eingangshalle. Und ja, ich habe einen TS. Viele wissen das immer noch nicht. Ja. Genauso wie ich auf Twitter immer noch gefragt werde, ob ich einen Discord-Server habe. Ja, habe ein Video dazu gemacht. Dammit. Könntest ein neues Crafting Grid machen. Das wäre eine Idee. Das wäre die Idee, das mache ich gleich. Aber jetzt mache ich mal die Essenzen. Weil ich hätte gern Dia-Seed. 30k. Wir machen Dia-Seed. Dia-Seeds sind Ja, viel Spaß toll. dabei. Oh, so, jetzt haben wir keine Essenz mehr. Oh Gott, das hat Ups. schrecklich ausgesehen. Essence, es laggt so ganz dezent. Aber ich muss sagen, das Refined Storage System ist schon mal insofern besser, dass es nicht den Server zum Absturz bringt oder den Client, wenn ich irgendwas crafte damit. Ja, das konnte ja zum Beispiel bei Glow das AE-System echt gut. Man craftet so sich das ganze Inventar voller Sachen und auf einmal fliegt man raus. Ist doch richtig lustig, oder? Der hat einfach alle Hört vom sich Server toll an, auf gekickt. jeden Fall. Das war richtig toll. Mein Glow war noch nie verbuggt, oder? Haben wir letzte Woche im Livestream gesehen. Was? Glaub, nein, Nein, das wie Modpack war nicht. flüssig, wie Wie Butter! Es ging Butter. runter wie Butter.
Weiß ich, runtergeflugt. Boah, wer ist das Ding schon wieder? Mystical Agriculture, genau. Mystical Agriculture. Man kann sich da echt was sparen, wenn man die richtig craftet, die Upgrades. Ja, ja. Man könnte. Man kriegt da bei manchen, man muss ja einen Drawer verwenden, um so ein Template zu machen. Da gibt es auch die billigeren, die dünneren. Und wo man mehr rauskriegt. Ja, genau. Das ist voll komisch. Ja. I don't get it. Ich brauche einen Infusion Crystal, so ist das Ding. Bin ich kurz, ja? Okay. Damit. Kann es eins mehr. Wo ist das jetzt hin? Moment. Uno Momento. So. Essence. Weil ihr seht, wir haben drei rote Essenzen, das heißt, eine fehlt noch. Und wir werden uns auch bald zum coolen Enderman-Seed machen. Wenn der Penta noch bei Endermans streicheln geht mit seinem Dagger. Natürlich. Die mögen das nämlich ganz gern. Das ist so eine richtig schöne Kuschelaktion mit dem Boah, wir haben 14 rote Essenzen. Ich dachte, du kannst aus den anderen Junks was machen. Ja, ja, stimmt, jetzt haben wir genug Essenz. Ja, könnten wir eigentlich. So, ich mache jetzt einen Dia-Seed. Diamond-Seed, weil dann haben wir die Quest nämlich abgeschlossen. Und ja. Oh, und wir haben immer noch nicht das Pack geupgradet. Dammit. Egal. Well. Oder haben wir gesagt, wir machen es nicht? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben gesagt, wir machen es nicht, oder? Nicht die geringste Ahnung. Sorry. Hör uns selbst nicht zu, also. I don't know. Von dem her. So. Dann machen wir ein Enderman Seed. Fucking amazing. Nur Crafting Seeds. Echt zu blöd beim Craften. Ja, es ist ja noch früh, wir haben nicht gestreamt, es ist noch ganz, ja. Soll ich gleich ein paar Emerald Upgrades machen? Ja, mach gleich ein paar, die brauchen wir die ganze Zeit. Ja. Dann mach ich gleich Emerald ist das Beste, oder? Emerald ist das Beste, ja. Wir passen bis zu, bis zu 4 oder 5 passen rein. Okay. Du kannst also, Shift rechts kicken mit einer leeren Hand, dann siehst du unten die Upgrade Slots, das sind 5. Gibt's noch irgendwelche coolen Upgrades irgendwie so? Also Void Upgrades zum Beispiel sind ganz cool. Was ist ein Vending Upgrade? Vending Upgrade? Moment, Vending. Unlimited Item Withdrawals. Ja, das ist ein Cheating Upgrade. Ah, Pilsen. Withdrawal. Enderman Seed. So, wo waren wir überhaupt? Crafting Seed Tier? Fragezeichen? 2, okay. 3, dann brauchen wir die Essence. Gerade die Rezepte. Upgrade. Die Rezepte waren noch nie toll. Von den ganzen Essence-Geschichten. Die waren schon immer nervig. Yay. Obsidian haben wir jetzt. Moment, wir brauchen. Abwinken. Ja, das habe ich noch gar nicht erzählt. Penta hat so leicht gefailt. Wir haben jetzt so. Failed? Sagen wir haben eine Kiste voll Obsidian, okay? Das ist am harmlosesten. Was heißt gefailt? Er wollte es übertreiben, ja. Um das geht es in Minecraft. Genau, vor allem im Modded. Ja. Crafting? Das verstehen ja viele nicht. Das war auch der Grund, warum ich so eine 3 Millionen Dias im AI-System hatte, ja? Das braucht man unbedingt. Ganz, ganz dringend. Das ist das Prestige. Ja, genau. Einfach nur, dass man es hat. Das ist, genau, weiß ich nicht, derselbe Grund, warum man sich. Was gibt's als Vergleich? Als ob man sich irgendein mega teures Gesangsmikrofon für YouTube kauft. Man hört einfach keinen Unterschied. Was bringt ein Fertilized Essence? Verdammt, ich habe einen zu hohen Seed gecraftet. Kann ich den irgendwie runtercraften? Dammit! Ah, Mann. Oh, passt. Den brauchen wir für Wither. Na dann. Okay. I thought I fucked up for a moment. Dammit. Okay, brauchen wir irgendwas anderes cooles? Yellorium oder so? Ne, haben wir. Yellorium ist kacke. Ja, Rector Mod ist kacke. Nur so. I don't like it. Wirklich? Ja, keine Ahnung. Was hast du lieber für Stromerzeugung? Ja, keine Ahnung. Es gibt schon deutlich coolere Sachen. Zum Beispiel so einen Mechanism? Haben wir Mechanism? Naja. Dammit! Dann hätten wir da unten ja nur Mechanism-Maschinen. Stimmt. Ha. Weil die sind leicht besser als alle anderen. Leicht? Ich würde nicht sagen leicht, ich würde sagen, die sind fucking amazing. Das sind, also schauen einfach auch cool aus. Ja, und vor allem, also es gibt die wunderschönen Factories. Die sind erst cool. Ja, der hat die besten Factories. Elite oder Advanced oder was auch immer. Elite, glaube ich, was höchste. I think. Okay, I think. Ja, Elite. Und alle Speed-Upgrades rein. Mach, das ist ein Traum. Das ist einfach nur schön. So, Tier 4. 6 Stacks oder 7 Stacks gleichzeitig. 7 Stacks, ja genau. Mit einer extremen Geschwindigkeit. Oh. Und die Geräusche dazu, plömp, plömp, wie wenn er so wo drauf haut. Jetzt gibt's Muffler-Upgrades. Oh, Gott sei Dank. Für jede einzelne Maschine kannst du Muffler-Upgrades haben. Finally. Das war aber auch Zeit. Ja. Weil die Dinger haben echt nervige Geräusche gemacht. Oh ja. Oh ja.
Hier unsere Arbeiter arbeiten nichts mehr. Oh Gott, die Kiste ist mit Glowstone. Ich glaube, der Glowstone Drawer ist voll. Und der Blaze Powder Drawer. Okay, dann mache ich da mal was. Blaze Powder, Glowstone. Glowstone, Blaze Powder. So, dann kann ich das da mal rein. Unten steht schon wieder alles. Weil voll. Ist der da kurz auch voll, ne? Ich habe ein Emerald Upgrade und 3 Void Upgrades noch. Okay. Redstone passt auch. Perfekt. Void Upgrades, das könntest du mal auf Kohle oder so draufschmeißen. Oder Flint. Pack's auf Flint. Okay. Das Void Upgrade. Ich schau jetzt drauf. Jetzt haben wir 2. Das ist kein Flint, das Kohle. Ich mach auf diese Shards da. Weil Kohle, Shards, ja, und Mycelium könntest du eigentlich auch draufschmeißen. Und auf Void. Was? Auf die ganz rechten, auf die Seeds. Die braucht kein Mensch. Ja. Und dann habe ich noch ein Storage Upgrade. Moment, ich schau mal, was noch voll ist, weil die Kiste ist leicht verstopft. Redstone ist bald voll. Und Glowstone, Glowstone, noch mehr. Ich glaube, Yellorium ist auch voll, oder? Nö. Nicht? Wieso kommt denn nichts raus? Storage Upgrades drin. Okay. Moment. Ist das echt nicht voll? Nee. Ich hab's schon stopft rein, weil das auch bald voll ist. Okay. Das ist der aber. Hä, wieso stopft das unten? Irgendwo ist da ein Fail drin, kann das sein? Das hat doch die ganze Zeit wunderbarstens. Kupfer ist voll, deswegen. Okay. Dann hau ich ein. Ja, irgendein Storage Upgrade oder. Keine Ahnung. Ich mach gleich einen Haufen Upgrades. Okay. Goddammit. Kupfer ist goddamn voll. Dammit. Ja, also. Ja, also Kupfer ist komplett voll. Kack, Gerät da drüben. Achso, das arbeitet natürlich nicht mehr. Ja, ja, warte, wir können es eigentlich anhalten. Warte, ich schalte mal die Engines aus. Weil bringt eh nichts, wenn das Ding im Kreis fährt und Kohle verbrennt. Also kann man das einfach so rausziehen oder? Also out of fuel, egal, passt schon. Kann man den Woodcutter einfach rausnehmen oder muss man da irgendwas Spezielles machen? Ich hab vergessen. Ich hab das noch nie gemacht. Ah, da rechts oben ist ein Repair-Slot. Ja, genau. Gibt's irgendwie so ein Tool? Ich hab das noch nie verwendet. Da haust du einfach das Reinforced-Zeug rein, glaube ich. Let's try. Ja, it's cool, I guess. So, das kann alles weg. Ah, stimmt, ich wollte die Mob-Chunk schmelzen. Ganz geringfügig verplant heute. Aber das darf so sein. Gott, das waren schon wieder 12 Minuten, ernsthaft? Gott sei Dank hat der OBS eine Zeitanzeige. Ich feier das. OBS ist toll. Bestes Programm ever. Repair this tool with diamond, steht sogar dabei. Diamond? Wir haben 1200 Diamanten. Und das auch nur, weil unten alles verstopft war. Wir hätten viel mehr. Aber es muss ja natürlich alles voll sein. Gleich, Diamanten so extra rein in den Slot. Ja, dann passt das. Bleibt das einfach drin und... Ja, hoffentlich frisst das nicht einfach, das wäre asozial. Ja, wenn das jedes Mal frisst, wenn ein Durability fehlt. Das wäre goddamn teuer. Oh Gott, das dauert auch noch. Ich hätte ehrlich gesagt nichts anderes erwartet von dem Mod. Das frisst ein Diamanten, das dauert dann eine Ewigkeit, bis das repariert ist. Dammit. Das isst nur einen einzigen. Das ist schon mal cool. So, wir brauchen noch mehr blaue Essenz. Ich hätte gedacht, dass mein halber Stack jetzt weg ist und ich lege noch einen anderen halben Stack rein. Nein, nein. Oh, wir haben Enderman Seed. Geil. Oh, sweet. Sweet. I like me some Enderpearls. haben wir schon. Storage Upgrades. Weil das immer noch verstopft. Ja, warte. Dammit. Ach, verdammt. Genau. Oh, das ist Flint voll, also pumpt die raus, okay. Wollte schon sagen, unsere Haus- und Hofarbeiter unten, die natürlich unter komplett legitimen Umständen arbeiten, sind ja gut bezahlt. Waren im Urlaub quasi. Weil unterbeschäftigt. Ich will die Items doppelklicken und alle sollen da ins E-System rein. Mhm. Aber nein. Aber nein, es ist ja nicht Applied Logistics, sondern Refined Storage. Oh, goddammit. Denkst du, das liegt daran? Ja. Bei Chests geht's oder wie? Bei Chests soll's gehen. Außer die haben's rausgenommen bei Inventory Tweaks. Was ich jetzt mal nicht glaub. Weil, wieso sollten die ein Feature einbauen und das nachher wieder rausnehmen? Das wäre unlogisch. Vielleicht war das Feature nicht beliebt. Also ich fand's cool. Ich fand's auch cool. Du mal Screenshot fürs Thumbnail. So. Bevor ich's wieder vergesse. Wie letztes Mal. Da muss ich den Penta so komplett lame kontaktieren. Hast du kurz Zeit auf den Server zu kommen? Ich brauche von dir Bilder. Aber nur von deinem Skin. Meiner Haut. Ah ja. So. 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 Kupfer. Ja, ist immer noch nicht genug. Kupfer. Stimmt, die Void Upgrade sieht man sogar. Rechts oben in der Ecke. Ja. Das ist so ein kleines Void-Sternchen.
Ah, ich hab's, glaube ich, wieder ein bisschen übertrieben, aber... Ja, passt. Storage Upgrades gehen immer. Zwei Stack Templates. Also, ja, jetzt haben wir ja wenigstens ein bisschen Holz. So ist es. Okay, Kupfer. Auf jeden Fall Kupfer. Kupfer, Storage Upgrade oder Void Upgrade? Ich würde sagen Storage. Das oh sind Gott, das... ich hab einen Stack Storage Upgrade. Ja, pack gleich mal 5 rein. Obwohl, ja, keine Ahnung. Wir haben genug Platz, würde ich sagen jetzt. Kann hier überall 5 ja, reinpacken. Ja, passt, dann machen wir die ganzen Ingots wenigstens voll. Und Glowstone. Dann haben wir genug Stuff. Obwohl, wir könnten eigentlich 4 Storage und ein Void in alles. Dann kann nichts volllaufen. Und ich glaube, ja, wenn wir so ein paar tausend haben von jedem Ingot, soll es ausreichen. Würde ich mal ganz nüchtern behaupten. 1, 2, 3. Der Quartz-Shit ist, glaube ich, auch voll. Der Quartz-Enriched irgendwas. 7, 8. So, ich glaube, der ist auch voll, oder? 20. Achso, das Zeug 3. Hat keinen Drawer. Goddammit. Egal. So. Oh Gott, wir sind da schon drüber. Goddammit, die Zeit vergeht viel zu schnell. Ja, ich würde sagen, das war's von der kleinen Ankündigungsfolge. Revue passiert, weiß ich was, Folge. I don't know. Es ist viel zu früh für dumme Aussagen. Ja, würde auf jeden Fall sagen, danke fürs Zuschauen. Lasst euch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Video oder Stream. Servus. Ciao.